Ja, der Poki erinnert mich irgendwie an einen Kumpel von mir. Der hat einen ähnlichen Humor. Ich feiere das gerade so ein bisschen. So, ja, gut, die 24 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. So, pass auf, jetzt reden wir mal mit Harvey, der weiß anscheinend ein bisschen was. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Genau. Was meintest du mit diesem damals Quatsch? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Luci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Okay, das heißt, jetzt benutzen wir Harvey mit den Schrauben dann offensichtlich. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Was genau meinst du mit Tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! Okay, dann komm, lass uns das mal machen. Ja! Tempomorphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Hui. Schon drehen wir ein wenig durch. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred, Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Doktor Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. So. Ja, okay. Gut zu wissen. Ja, man muss dazu sagen, dieser Dr. Marcel, von dem jeder spricht, der Vater von dem Sohn, der da irgendwie da draußen unterwegs ist, weshalb wir hier drin sein müssen. Dieser Dr. Marcel, das war, für alle, die es nicht kennen, der Typ, der ganz am Anfang zu uns in die Zelle gekommen ist. Mit seinem Pa. Ist dann wieder gegangen. So, jetzt sind wir hier der Harvey, der auch irgendwie ganz witzig geht. Aber ziehen wir uns erstmal hier die Kommentare vom Poki rein und dann interagieren wir einfach mal mit allem, was wir so finden. Ziehen es dann mal, wie in der Anleitung gerade beschrieben, mal auf die Edna. Gucken wir mal, was da alles so rauskommt. Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als er die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch so. Naja, ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, ich wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben. Hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung,
die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war, was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ja, also ehrlich gesagt, ich könnte nie so zeichnen. Bei mir wird das Ganze viel beschissener sein. So, die Hake. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Ach, dann müssen wir tauschen dann, okay. Kann ich das jetzt hier ablegen? Ah, okay. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Ach, das heißt, dann können wir Dinge hier ablegen, mit denen wir dann über Edna reden wollen. Ja, dann packen wir jetzt einfach mal alles rein. Vielleicht brauchen wir das ein oder andere noch. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Ja, der gute alte Ofen. Im Nachfolgetitel hat der Ofen auch nochmal eine gewisse Bedeutung. Kann ich nur jedem empfehlen. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, soweit bin ich noch nicht mit dem Plan. Doch, erstmal kann ich alles reinpacken. Kann ja nicht schaden. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. So. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Ja, Tücher sind nie verkehrt eigentlich. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Dann wiederum hätten wir Feuer für das Holz. So, ja, dann lautschen wir zur Tür hoch. Ah, pass auf, hier. Das können wir jetzt dann alles hier ablegen und dann mit Edna drüber reden. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Ah, und dann verschwinden die auch aus der Leiste. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Hm, mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Hast du schon die Klinke gedrückt? Ach. Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge. Ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. So, jetzt wechseln wir mal. Ja gut, angesehen haben wir ja schon alles. Wir können jetzt nochmal versuchen, mit dem Zeug zu reden. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Yippie. Was stehst du da rum? Mach dich nützlich. Er würde ja doch nicht antworten. Und wenn doch? Hallo da oben. Wer rastet, der rostet. Gott, diese flachen Witze. Ist da jemand drin? Nein, ich
Ich bin vollkommen leer. War euch kein ehrenvolles Ende beschieden? Du bist schuld an beiden Irakkriegen. What? Warum? Lieber nicht. Ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. So, können wir jetzt eigentlich hier irgendwas nehmen? Nein, die sind zu rein gar... Lea. Ja. Die Motten wollen... Geh ich aber mal schnell durch da hier. Da kommt nichts mehr raus. So, sieht nicht so aus. Ich komme nicht an. Jetzt schauen wir mal zur Tür hoch, ob wir da noch irgendwas finden. Ach komm, mit Schrauben reden. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Ja, vermutlich hier das Schloss. Ja. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Verschlossen. Was auch sonst. Ach. Vielleicht können wir hier rausgucken, wenn es sogar schon so hell leuchtet. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Ja, eine Küche. Wow. Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Ja, hier kommen wir wohl nicht weiter, weil wir können die Haken noch nehmen. Ja, das sieht gut aus. Da ist noch ein Haken. Okay, Fenster. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Jetzt pass mal auf, Willst du auch mal haken? Ach, lass mal. Na, wunderbar. Sieh einer an. Heute scheint ein schöner Tag zu sein. So, kann man da jetzt hier... Edna, okay. Hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Läuft. So, jetzt sind wir hier draußen. Können ja so also neue Dinge mal hier reinziehen. Zieh ich mal hier hinten rein und schauen wir einfach mal, was wir so alles finden. Dann können wir dann mit Edna drüber reden. So, da. Ah, Poki. Ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey da durch und können uns die Nachbarn angucken. Und alles ist normal und gut bürgerlich und ja... Viel Spaß beim Erkunden. Ja, dann... Oh, können wir da nicht rein? Nee, können wir nicht. Ah, wir können hinters Haus gehen. Ist ja auch schon mal was. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts... Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Naja, den haben wir ja wohl geärgert. Wer weiß, wie wir den geärgert haben, um hier so ein bisschen Wiedergutmachung leisten zu müssen. Man weiß es nicht. So. Oh Gott, was steht hier alles? Linkshänder mit Rechtshänderschere erstochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir das alles durchlesen möchte. Ja, mal ganz kurz können wir mal drin lassen. Alter, oh Gott, das ist, esst mir Obst. Strange Kost. Ja, der Bussi Bär Observer, der kommt aus meinem ersten Versuch eines Online-Blogs, wo ich halt versucht habe, in regelmäßigen Abständen halt so kleine Artikel zu Ereignissen, die niemals geschehen sind, zu verfassen. Auch das Hermann-Löns-Institut und ja, mehrere andere Sachen, die hier am Rande auftauchen und eigentlich sonst gar keine weitere Relevanz haben.
stammen aus diesem Block und ich habe da so eine kleine Society aus Pseudowissenschaften aufgebaut. Und vielleicht mache ich irgendwann nochmal das Hermann Löns Institut Spiel. Ich mag die Leute. Wahrscheinlich wird daraus wohl nichts. Ich glaube, niemand interessiert sich wirklich für Sprachwissenschaftler. Auch wenn sie endlich Isel auf Ocken reimen können. Oder ist das schon Hollywood? Ich gehe mal ran.